Herzlich willkommen, Richard hier. In diesem Training geht es um deinen Unterricht. Es geht um die Methodik und es geht darum, dass ihr geile Inhalte den Tanzschülern vermitteln könnt. Und da habe ich euch den Experten aller Experten eingeladen, Lars Weingarten. Lars war mein Ausbilder und hat mich wirklich zum Tanzen begeistert, muss man wirklich sagen. Und deshalb bin ich so unfassbar stolz und glücklich, dass er mit mir diese Tanzlehrerausbildung hier gemeinsam macht, um euch zu schulen, damit ihr einen richtig geilen Unterricht macht. Ich möchte euch ganz kurz Lars einmal kurz vorstellen. Er kann sich auch mal gern selbst vorstellen, wie so seine tänzerische Laufbahn war, dass ihr Lars mal ein bisschen besser kennenlernt. Ja, Richard, vielen Dank. Ich freue mich auch total dabei zu sein. Das ist ein mega Projekt und es wird wirklich, wirklich wundervoll. Wir haben schon so viel gemacht und es wird immer mehr werden auf Dauer. Ja, kurz zu mir. Ich habe im zarten Alter von 6 Jahren angefangen, Turnier zu tanzen. Man konnte mich nicht so gut alleine zu Hause lassen, deswegen muss ich dann mit zum Training mit meinen Eltern. Und das war aber toll, das war ein toller Start einer schönen Karriere. Ich habe schon mit 18 aufgehört tatsächlich, relativ erfolgreich getanzt. Und dann ging es eigentlich direkt los mit meiner Tanzlehrerausbildung. Ich habe gestartet mit der Tanzlehrerausbildung und habe direkt im Anschluss meinen Ausbildungslehrer im ADTV gemacht. Praktisch und theoretisch, das heißt, ich war dann quasi direkt Berufsschullehrer. Habe auch sehr früh angefangen, auf den Kongressen zu unterrichten. Ich glaube, ich hoffe, es richtig im Kopf zu haben. Ich glaube, mit 25 habe ich das erste Mal auf dem internationalen Tanzlehrerkongress Paartanz unterrichtet, in dem Fall West Coast Swing. Und ich habe auch auf dem Eurodance Festival kurz danach angefangen zu unterrichten und war in der Zeit sehr, sehr viel unterwegs, habe sehr, sehr viel getanzt, sehr, sehr viel unterrichtet auf Kongressen, viele Coachings gegeben, auf vielen verschiedenen Tanzlehrerkongressen, auch international war ich unterwegs und habe da meine Konzepte vorgestellt und gemacht. Dann tatsächlich im Dezember 2015 habe ich meine erste Tanzschule eröffnet. Das war ein bisschen ein verrücktes Projekt, weil wir direkt auf die Idee kamen, einfach selbst zu bauen. Dann haben wir den Laden gebaut und mittlerweile die Tanzschule wächst und gedeiht und ist auch ein großes Veranstaltungszentrum geworden mit einer schönen großen Gastro dazu. Und dann habe ich tatsächlich 2023, in diesem Jahr, habe ich die nächste Tanzschule in Frankfurt in der Innenstadt eröffnet, direkt hinter der Alten Oper in Verbindung mit einer schönen Bar und Gastronomie. Ja, meine Ausbildungskarriere oder Ausbilderkarriere war eine spannende. Ich hatte das große Glück, meine Ausbildungstätigkeit bei Dieter Nutzinger in Heidelberg zu beginnen. Von dem Mann konnte ich unglaublich viel lernen. Da haben wir uns dann auch kennengelernt, als Richard dann dahin kam. Und was soll ich sagen? Mich hat immer viel interessiert, nicht nur die tänzerische Qualität im Praxistanzen, sondern auch vor allen Dingen, wie wir auf eine spielerische Art dahin kommen und das gut unterrichten können. Und da sind einfach unglaublich viele Experimente, viel Austausch mit Kollegen, viel internationaler Austausch, auch mit anderen Tanzformen oder anderen Tanzbranchen passiert. Deswegen sind da viele, viele wilde Ideen entstanden und ich freue mich heute, die einfach mit euch teilen zu können. Ich habe ja mit Lars gemeinsam die Videos gedreht und also ich habe ihn aufgenommen, habe mir die Inhalte angeschaut und es war wirklich von der ersten Sekunde an, wo ich mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Also die ganzen tänzerischen Inhalte, schaut euch das bitte im Detail an, die Unterrichtsform dahinter, wie er das Ganze angeht, welche Aufstellungsformen er benutzt und so weiter und so fort, welche Grundschritte er teilweise benutzt, es ist wirklich richtig, richtig geil. Wir werden das komplett in unserer Tanzschule so implementieren und ich bin richtig gespannt, wie es bei euch klappt. Schaut euch das ganze Training an, geht es genau durch. Der Lars hat wirklich in jedem seiner Videos steckt so, so viel Inhalt drin. Schaut euch alles in Ruhe an, macht euch am besten auch noch Notizen, ein-, zweimal die Videos anschauen und dann bin ich sehr, sehr gespannt auf euren Unterricht. Vielen Dank, Lars, und viel Spaß beim Training. Ja, danke, Richard. Ich freue mich.